Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Parlamentspräsident, der die erste Rede hat anhören müssen, Dr. Schäuble, hat mir ein bisschen leid getan, weil ihm wurde ja vorgeworfen, er hat die letzten Jahre nichts getan, ist nichts passiert und so weiter. Und ich habe seine Gesichtszüge gesehen und die haben mich nicht gewundert. Also es war völlig klar, man kann ihm ja bestimmt viel vorwerfen, aber dass er nicht auf die kalte Progression geachtet hätte, das kann man ihm nicht vorwerfen. Übrigens, nicht alles, was die AfD nicht sieht und nicht alles, was die AfD nicht versteht, nicht alles, was sie nicht gelesen hat, verdreht oder leugnet, ist geheim. Also Gesetze kann man lesen zum Beispiel, man kann deren Auslegung, unsere Anwendung lesen und wer ein bisschen hinschaut, sieht alles und noch einfacher. Tarifanpassungen stehen in der Zeitung, wer gelegentlich Zeitung liest und nicht nur rumtwittert irgendwelche Fake-Meldungen, der weiß genau, wie viel passiert ist. Kalte Progression ist ja schon ein paar Mal definiert worden. Ich will es auch auf meine Weise versuchen zu erläutern. Also mal angenommen, jemand verdient so viel in diesem Jahr. Jetzt gibt es Lohnverhandlungen. Die Lohnverhandlungen sind ziemlich erfolgreich. Die Lohnverhandlungen führen dazu, dass jemand so viel mehr verdient. Jetzt freut er sich, dass er so viel mehr verdient und wir freuen uns, dass damit der Steuersatz steigt. Er muss mehr Prozente bezahlen, ist auch richtig. Die Leistungsfähigkeit ist ja erheblich gestiegen. Jetzt kommt aber die Inflation und jetzt plötzlich nimmt die Inflation die Kaufkraft dieser Lohnerhöhung wieder weg. Und jetzt passiert was ganz Dummes. Er muss den Nominallohn versteuern, hat aber nur reale Kaufkraft. Und diesen Unterschied, das macht die Ungerechtigkeit aus. Und übrigens, das wurde am Anfang in der ersten Rede sogar korrekt erklärt. Aber der Antrag zitiert ja aus einem Gutachten von Herrn Füst, der kalte Progression anders definiert. Und diese unterschiedliche Definition findet in diesem Antrag überhaupt keinen Niederschlag. Da sieht man, wie kleinkariert, engstirnig und falsch angelegt dieser gesamte Antrag ist. Die kalte Progression entsteht durch zwei Bedingungen. Durch eine, die wir wollen, das ist nämlich Progression. Starke Schultern mehr tragen, wer viel verdient, soll einen höheren Satz bezahlen. Nicht nur mehr Euros. Wenn alle 10% bezahlen würden, müssten Reiche auch mehr bezahlen. Nein, wir sagen nicht nur mehr Euros, auch mehr Prozente. Die zweite Bedingung ist Inflation. Gibt es keine Inflation, gibt es auch keine kalte Progression. Progression gibt es gleichwohl. Wer also von Abschaffung der kalten Progression spricht, wer das so sagt, der muss sagen, er will die Inflation abschaffen, per Gesetz. Denn was man abschaffen kann, ist die Wirkung der kalten Progression. Kommt Inflation, habe ich sie. Dann kann ich die Wirkung kompensieren, aber nicht die kalte Progression abschaffen. Wer diesen Denkfehler genauer verstehen will, liest den Steuergesetzentwurf des Bunds der Steuerzahler. Da verrät er schon im ersten Satz, dass er zwischen kalter Progression und Progression nicht seriös unterscheidet. Also abschaffen können wir sie nicht, in ihren Wirkungen können wir sie kompensieren. Jetzt steht, wenn auch etwas verschwurbelt in dem Antrag, so verschiedene Dinge, wir sollen die kalte Progression reflektieren, das ist schon mehrfach gesagt worden. Das zeigt, wie stark dieser Antrag an der Wirklichkeit vorbeigeht und schöner, eigentlich kann man sich nicht blamieren. Denn das passiert schon lange und ich finde auch, man kann die FDP und die CSU und auch ein paar Kollegen von der CDU, ja, also ich finde eigentlich gar nicht schlimmer behandelt, denn die haben sich seit Jahren, ich möchte sagen seit Jahrzehnten, immer darum gekümmert, dass das Thema kalte Progression hier Thema ist. Und das war schon damals immer überflüssigerweise zum Thema gemacht, denn seit 1991, wer in der Langfristbetrachtung mal schaut, hat die Wirkung der kalten Progression gar keine gehabt, weil sie immer kompensiert wurde. Das kann man nachlesen an verschiedenen, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung weist das ziemlich schön nach. Das zeigt auch, wie wir es gemacht haben. Anpassung der Eckwerte der Tarife, Senkung der Steuern, sogar drastische Senkung der Steuertarife unter Rot-Grün. Ganz viele wunderbare Dinge. Jedenfalls die Kompensation der kalten Progression war immer gesichert. Und jetzt steht in dem Antrag auch noch, erstaunlicherweise wurde dieser Effekt der Auszehrung der Nettoeinkommen nicht von den politischen Akteuren thematisiert. Also da muss sich doch bei FDP, CSU und CDU der Magen rumdrehen, wenn man sowas liest, weil einfach, ich weiß gar nicht, wie oft bewiesen wurde, dass man hier mit Fake News, mit falschen Informationen eigentlich mit einer hinterhältigen Diktion unterwegs ist. Und ich muss sagen, dass mich total irritiert,
dass wir noch nicht mal das aktuellste Papier für dieses Haus im Koalitionsvertrag offensichtlich entsprechend würdigt. Denn selbst da, ich finde überflüssigerweise, steht es wieder drin, aber es sichert wenigstens die gemeinsame Position ab. Herr Kollege Bindinger, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ich denke, das brauchen wir nicht zu machen. Die Zwischenfragen haben andere Funktionen, als hier aufzuklären. Deshalb trage ich jetzt fort. Ich muss Sie trotzdem fragen. Also wir wollen alle zwei Jahre den kalten Progressionsbegriff definieren. Es gibt einen Steuerprogressionsbericht, den werden wir beherzigen. Und wer noch mal genauer schaut, also ich kann es nur beurteilen, bis 98 zurück, der merkt, dass die kalte Progression übrigens nicht nur kompensiert wurde, sondern überkompensiert. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen, das ist vielleicht jetzt zu viel für die letzten 27 Sekunden, aber wer es genauer nachrechnen will, der findet sehr schnell die Lösung, dass die kalte Progression für uns im Grunde bedeutungslos ist, und das entspricht auch genau diesem Antrag. Deshalb halten wir an den bewährten Methoden fest. Ich will noch eine Sache sagen, dass vorhin was von Steuermehreinnahmen infolge der kalten Progression, habe ich schon gezeigt, dass das Quatsch war, sei. Aber ich will mal daran erinnern, hatten wir Beschäftigungsaufwuchs? Gab schon mal 44 Millionen Beschäftigte? Haben wir Lohnzuwächse gehabt? Und von all den Leuten, die jetzt mehr beschäftigt sind, die haben vielleicht könnte es sein, dass die Einkommensteuermehreinnahmen auch auf solche Effekte zurückgehen? Mehr möchte ich gar nicht sagen. Jeder hat gemerkt, worauf das hier hinausläuft. Ich glaube, es ist alles gesagt. Schönen Dank und schönen Nachmittag.